Herzlich willkommen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich habe es gesagt, Frau Dr. Giffey, und das gilt auch wieder. Sie haben eine Weile lang auf den Doktortitel verzichtet in der Anrede, weil es diesen Plagiatsvorwurf gab. Jetzt ist es wieder okay. Also Sie können sagen, wie Sie möchten. Und ich bin letztes Jahr ja in einer Situation gewesen, wo das zur Frage stand. Ich habe meine Universität um Prüfung gebeten. Das ist erfolgt, sehr gründlich. Und ich bin froh, dass die Vorwürfe entkräftet werden konnten und dass das geklärt ist. Nein, ich habe das aber registriert. Sie haben dann tatsächlich nicht unterschrieben mit Dr. Giffey in dieser Zeit. Bis es geklärt war. Also das ist nicht so, dass ich das jetzt per se immer mache oder nicht. Also okay. Ich habe auch jetzt eine Situation, wo ich zum Beispiel, wenn wir Ernennungsurkunden haben für unsere Mitarbeiter, unterschreibe ich die mit dem vollen Namen, auch mit Titel. Aber wenn ich Ihnen zum Beispiel einen Brief schreibe, unterschreibe ich einfach mit Franziska. Aber tatsächlich hat die Universität hat gesagt, der Titel bleibt, aber es gab eine Rüge und dann wurde gesagt, teilweise wurde ein Vorsatz bejaht. Haben Sie den bewusst abgeschrieben oder... Sie haben darüber noch nicht so viel öffentlich gesagt. Ich habe das gesagt, was ich Ihnen jetzt auch sage. Ich habe diese Arbeit vor über 10 Jahren so geschrieben, wie ich sie für richtig gehalten habe. Das sage ich auch heute, okay. Weil das so ist. Und wenn in einem Verfahren festgestellt wird, dass dort Dinge anders hätten gemacht werden müssen, dann ist das Gegenstand dieses Verfahrens gewesen. Aber für mich ist wichtig, dieser Vorwurf, dass das nicht meine Arbeit ist, der ist entkräftet worden. So. Und da ist die Entscheidung ganz klar gefallen. Darum, was mich biografisch interessieren würde, zu dem Zeitpunkt, wo Sie die Arbeit geschrieben haben, nicht nur, dass Sie schwanger waren, sondern Sie hatten eine Position in der Berliner Verwaltung schon. Sie hatten ein abgeschlossenes Studium. Warum war Ihnen die Promotion wichtig? Was ist das für Sie, so eine Promotion? Naja, ich habe ja 2 Studienabschlüsse gehabt zu dem Zeitpunkt. Eben. Ein Diplom, ein Master. Mehr als viele andere haben in der... Ja, ich wollte das einfach machen. Ich wollte gerne das machen. Ich war immer ein wissbegieriger Mensch, der gerne gelernt hat und auch sich gerne auseinandergesetzt hat mit Dingen schon in der Schule. Und für mich war das einfach wie so ein Abschluss auch einer beruflichen Laufbahn. Und das war eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Kurze Fragen, um Sie mal ein bisschen kennenzulernen. Bitte antworten Sie mit stimmt oder stimmt nicht. Ich wollte als Kind eigentlich Lehrerin für Englisch und Französisch werden? Das stimmt. Ich habe auch angefangen, das zu studieren. Ja. Und sind es warum nicht geworden? Naja, Sie hören ja, dass ich ein zartes Stimmchen habe. Mir haben dann mehrere Ärzte abgeraten, den anstrengenden Beruf der Lehrerin zu machen, wo man eben mehrere Stunden... Jetzt bin ich Politikerin geworden. Besser im Parlament, ja. Ja, aber man hat ja dann meistens ein Mikrofon, das geht schon. Und ja, wissen Sie, eigentlich hat ja der Beruf des Politikers auch viel zu tun mit dem des Lehrers oder der Lehrerin. Man muss Dinge erklären können. Und man muss nie laut werden, auf keinen Fall. Ja, genau. Manchmal muss man auch erklären, was nicht geht. Aber gut. Ich bin wegen Heinz Buschkowski in die SPD eingetreten. Ich bin wegen einer Situation in die SPD eingetreten, die bis heute meine Motivation politischen Handelns ist, dass ich gesehen habe, wie viele Kinder, die in sozial schwierige Verhältnisse geboren sind, es eben nicht automatisch schaffen, die gleichen Chancen zu haben. Also nicht ich wegen Heinz Buschkowski. Daran etwas ändern. Heinz Buschkowski hat mich darin bestärkt und unterstützt. Okay. Viele Menschen glauben, ich komme aus Berlin-Neukölln. Ja, aber also die meisten wissen mittlerweile, dass ich ostdeutschen Migrationshintergrund habe. Ich bin in Frankfurt-Oder geboren und habe in der Tat ja 16 Jahre lang in Berlin-Neukölln gearbeitet und auch politisch gewirkt. Von meinem ersten Westgeld als 11-Jährige habe ich ein Radio gekauft. Ja, bei Karstadt am Hermannplatz. Direkt nach Mauerfall. Ja. Da war das so überfüllt. Ich sage Ihnen, die Technikabteilung war quasi leer gekauft. Alle haben ihr Begrüßungsgeld umgesetzt. Und ja, ich hätte damals nicht gedacht, dass ich mal Bürgermeisterin dieses Bezirks werden würde. Meine Eltern, eine Buchhalterin und ein Kfz-Meister, gehören zu den sogenannten Wendeverlierern? Das würde ich nicht sagen, aber ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn sozusagen durch diesen Systemwechsel alles, woran man bisher glaubte und was da war, auch wegfällt. Meine Eltern haben beide ihre Arbeit verloren, die Betriebe wurden geschlossen und diese Umstellung, die alle, die diese Ostbiografie haben, bewältigen mussten, habe ich aus nächster Nähe erfahren und ich habe höchsten Respekt vor allen Ostdeutschen, die das gemeistert haben, sich vollkommen umzustellen, nochmal neu zu lernen und die Zeit jetzt, die 30 Jahre nach der Einheit, auch gut zu nutzen und was zu bewegen. Sie haben mal gesagt,
Sie haben mal gesagt, Sie mögen keine Jammer-Ossis, also jedenfalls nicht diese Haltung, dass man sich dann zurückgeworfen fühlt und alle beschuldigt. Aber gleichzeitig können Sie es auch verstehen, wenn man alles verliert, wenn man dann das Gefühl hat, man kommt auch nicht dahin, wo alle anderen leichter sind, dass man sich dann, dass es einfach auch Menschen gibt, die sagen, ich finde es ungerecht und ich möchte das nicht. Ich kann das verstehen. Abgehen. Ich finde es ganz wichtig, dass man versucht, trotzdem weiterzukommen und seinen Weg zu machen. Aber ich kann auch verstehen, dass Menschen sagen, wenn sie sich die Führungspositionen dieses Landes heute ansehen, ob das in der Politik ist, in der Wirtschaft oder in allen Bereichen der Gesellschaft, ich sehe das jetzt auch als Bundesministerin im gesamten bundesdeutschen Blick, dann sehe ich, sie können die Ostdeutschen in Führungspositionen suchen. Und das kann nicht daran liegen, dass die weniger talentiert oder begabt oder befähigt sind, sondern es muss andere Gründe haben. Und ich kann verstehen, wenn Menschen darüber frustriert sind. Kann das mit ein Grund sein, warum jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung dieser Frust sich dann auch in Wahlergebnissen niederschlägt und die AfD so erfolgreich ist? Ist das mit ein Grund? Das ist ein Grund, aber ich würde zustimmen dem, was hier vorhin schon gesagt wurde. Die Gründe sind vielfältig und komplex. Und es ist natürlich immer, wir sehen das ja auch im Westen des Landes, wo ist die AfD besonders stark? Es ist dort, wo sie strukturschwache Regionen haben, wo Menschen den Eindruck haben, dass sie eben nicht in gleicher Weise am Wohlstand des Landes teilhaben können, wo vielleicht der Arzt weg ist, der letzte Bus, wo Menschen abwandern, wo die junge Generation weggeht. Das ist dann eben dieses Gefühl von abgehängt sein und nicht gleichermaßen teilhaben können und andererseits Angst haben auch vor Veränderungen, vor den Auswirkungen Globalisierung und Migration. Das sind es eine Vielzahl an unterschiedlichen Gründen. Es gibt noch eine Analyse, die kommt von Ihrem Co-Kandidaten für den SPD-Vorsitz in Berlin. Sie wollen ja Vorsitzende werden und da ist ein Mann mit dabei, der heißt Rai Saleh. Der hat gerade einen Gastbeitrag geschrieben, auch zur Wahl in Thüringen. Und da schreibt er folgenden Satz. Uneingeschränkt zur Demokratie und zum Grundgesetz stehen nur die Parteien der linken Mitte. Also SPD, Grüne und Linke. Das heißt, Herr Saleh hält die CDU und die FDP für nicht demokratische Parteien. Was? Hat er recht? Nein, diesen Satz kann ich nicht mittragen und der ist auch nicht so ohne den Kontext zu sehen. Er hat das ja im Zusammenhang mit den Ereignissen in Thüringen gesagt und ich finde wichtig, dass wir ganz klar haben, natürlich sind die Demokraten beiderseits der Mitte. Und es ist wichtig, dass sich die Demokraten in dieser Situation, wo Rechtspopulisten versuchen, unsere Demokratie anzugreifen, dass sich die Demokraten niemals auseinander definieren lassen. Und dass das, was in Thüringen passiert ist... Aber Entschuldigung, das tut er gerade, oder? Wenn er sagt, die CDU und die FDP sind keine echten Demokraten? Das ist etwas, was man so nicht stehen lassen kann. Aber ich finde es wichtig, nochmal an den Grund und die Ursache dieser Äußerung ranzugehen. Es ist so, dass in Thüringen die CDU und die FDP den demokratischen Konsens verlassen haben, der bisher immer galt. Nämlich, dass wir keine Regierungsbildung, keine politischen Mehrheiten bilden mit den Stimmen der AfD. Und das ist hier zum allerersten Mal passiert. Und das ist schon etwas, was kritikwürdig ist und worüber es ja auch gerade in den letzten Tagen diese große öffentliche Aufregung gab. Aber da ist er zu weit gegangen, sagen Sie. Ist die Kanzlerin zu weit gegangen, die gesagt hat, man solle das Ergebnis dieser Wahl rückgängig machen? Das haben ja gerade viele im Osten ihr übel genommen. Sie sind die einzige Ministerin im Kabinett, ebenfalls mit Osthintergrund wie die Kanzlerin. Ist das falsch? Wissen Sie, auch da finde ich es wichtig, den Kontext zu sehen. Wenn man den reinen semantischen Kontext sieht und sagt, naja, das könnte man ja so verstehen, wir müssen so lange wählen, bis das richtige Ergebnis rauskommt, dann kann man das als kritikwürdig sehen. Aber ich denke, dass die Kanzlerin etwas ganz anderes gemeint hat. Sie hat nämlich genau das gemeint, worauf sich auch die Parteien, die die Koalition tragen, ja geeinigt haben, dass eben dieser demokratische Konsens, keine Regierungsbildung, keine Mehrheitsbildung mit der AfD, dass das verlassen wurde. Das hat sie kritisiert und ich finde es absolut richtig, wie sie sich da verhalten hat. Und dass es Menschen gibt im Osten, die jetzt sagen, das ist typisch Merkel, die ist eben auch undemokratisch. Was entgegnet sie denn denen? Ich finde nicht, dass ich finde generell solche pauschalen Aussagen über, ob jemand demokratisch ist oder nicht, schwierig. Anlässlich dieses Satzes. Ich finde, man muss diesen Satz wirklich in der Gesamtheit der Situation sehen. Und dann stimmt es. Und es ist eindeutig, dass sie kritisiert hat, dass diese Vereinbarung, dass eben keine Mehrheiten mit der AfD gebildet werden, dass das eben in dieser Situation außer Kraft gesetzt worden ist und nicht bei irgendeiner Entscheidung, sondern bei der Wahl eines Ministerpräsidenten. Okay.
Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, hat etwas Ähnliches gesagt. Diese Wahl muss korrigiert werden. Das klingt ja etwas, aber dann widersprechen Sie da ja auch nicht. Sie haben sie nicht gewählt, sondern Sie waren für Olaf Scholz und Clara Geiwitz, also nicht für Frau Esken und Herr Walter Borjans. Finden Sie, die beiden machen einen tollen Job als SPD-Vorsitzende? Ich finde, auch wenn ich mich am Beginn anders ausgesprochen habe, wir haben hier ein demokratisches Wahlergebnis. Es sind zwei Vorsitzende gewählt worden und sie haben es verdient, dass die Partei jetzt auch das mitträgt, diese demokratische Entscheidung, und dass wir uns eben nicht auseinander dividieren lassen. Es ist doch immer so, dass in dem Moment, wo man anfängt, sich aus den eigenen Reihen heraus zu bekämpfen, schlechte Stimmung zu haben, das ist doch der Verderb von Parteien und von funktionierenden Demokratien. Die Sozialdemokraten müssen zusammenstehen. Gerade jetzt, wir haben in den letzten Tagen bewiesen, dass wir auch für eine stabile Haltung, für eine konsequente Haltung gegen rechts, gegen die Feinde der Demokratie uns positionieren. Da waren wir von Anfang an klar. Und das auch weiter durchzuhalten, auch in anderen Bereichen, halte ich für sehr, sehr elementar, wenn die Sozialdemokratie wieder stärker wird. Nun muss man aber sagen, dass die beiden Kandidaten ja Stimmung gemacht haben gegen die Große Koalition, also gegen die Regierung, der Sie angehören. Man hatte das Gefühl, wenn die jetzt SPD-Chefs werden, dann wird diese Große Koalition sehr schnell fallen gelassen. Und dann frage ich mich, was passiert ist. Dann sind die zu Ihnen gekommen, zu den Ministern, und dann sind die so klein wieder rausgekommen und haben gesagt, na gut, die GroKo bleibt. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie den Kopf kürzer gemacht? Haben Sie gesagt, glauben Sie das? Chef? Ja, das glaube ich. Nö, also ich sag mal, wir haben ja viele Gespräche geführt und wir haben auch einen guten Umgang miteinander. Es gibt jede Woche. Wissen Sie, wenn Politiker sagen, wir haben einen guten Umgang miteinander, das klingt irgendwie immer so wie ich liebe meine Frau, und man denkt aber, das sagt man kurz. Ich weiß nicht. Also ich sag mal, wissen Sie, ganz ehrlich, irgendwann ist doch die Endzeitdebatte auch mal einfach mal vorbei. Ich bin ja bei Ihnen, also, aber guter, was heißt denn das? Koalition. Die kamen doch an und haben gesagt, wir wollen, dass Sie bitte aufhören, Ministerin zu sein. So haben die das nicht formuliert. Ich sage seit 2 Jahren das Gleiche. Ja? Diese große Koalition, die hat einen Auftrag. Wir haben verdammt nochmal unseren Job zu machen. Ja. Und es gibt genügend Probleme, die wir haben. Und es geht darum, dass die SPD einen Unterschied macht, dass die Leute es auch sehen. Und wissen Sie was? Heute ist ein guter Tag. Aber wie haben Sie denn Frau Esken und Herrn Walter Borjans davon überzeugt? Naja, ich sag mal, der Parteitag hat ja einen Auftrag gegeben, Gespräche zu führen und auch auszuloten, wie bestimmte Dinge, die die SPD wichtig findet, auch in dieser Koalition umgesetzt werden können. Und ich sage Ihnen, das, was heute mit der Grundrente gelungen ist, mit all diesen Dingen, die wir auch sonst bewegt haben, man muss das mal anerkennen, dass die SPD so viele ihrer wichtigsten Projekte tatsächlich geschafft hat, durchzusetzen. Da muss man auch dann mal sagen, wir haben auch eine Verantwortung für Deutschland und es geht darum, dass wir für eine verlässliche, stabile Regierung stehen. Offensichtlich aber haben Sie wir ja das überzeugt. Das ist alles fein, aber dann müssen Sie schon, wenn wir jetzt bei der Grundrente sind, dann müssen Sie schon sagen, wie Sie das bezahlen wollen. Weil der Finanzminister, SPD, Olaf Scholz, hat gesagt, wir machen eine internationale Finanztransaktionssteuer. Die wird es nicht geben. 1,4 Milliarden müssen Sie aber pro Jahr jetzt erstmal aufwenden am Anfang und dann noch mehr. Also ich habe andere Informationen. Ich habe heute Morgen im Kabinett auch Olaf Scholz kurz gesprochen. Wer hat Geld? Hat uns signalisiert, Hubertus Heil war auch dabei, dass das mit der Finanztransaktionssteuer sehr wohl auch klappen wird. Wann? Da müssen Sie Olaf Scholz fragen. Also ich bin Ihre Familienministerin. Also am 1. Januar 2021 kommt die Grundrente, die tatsächlich für 1,3 Millionen etwa, man wird ja dann sehen, wer dann tatsächlich dann bedarfsberechtigt ist, wird dann einen Unterschied machen. Aber ich glaube nicht, bis zum 1. Januar 2021 wird eine internationale, also europäische Finanztransaktion, habe ich nicht gehört. Naja, über den Zeitablauf, das wird sich jetzt ja ergeben. Aber was denn, wenn sie ja nicht kommt? Naja, es ist ja eine Vereinbarung. Dann müssen Sie Steuern erhöhen. Oder was passiert dann? Es ist ja eine Vereinbarung getroffen, das gehört ja auch zum Kompromiss dazu, dass Hubertus Heil aus seinem Etat 400 Millionen Euro beisteuern wird zur Finanzierung. Und 400 von 1,4 Milliarden. Das wissen Sie, wir haben soweit darüber gesprochen, und sonst wäre das auch nicht ins Kabinett gekommen, dass die Finanzierung klar ist. Für die Finanzierung dieser Frage ist der Finanzminister zuständig. Und wenn er einwilligt, dass dieses Gesetz so ins Kabinett kommt, dann gehe ich ganz klar davon aus, dass diese Fragen geklärt sind. Ich habe keinen Anlass daran zu zweifeln, dass das nicht geklärt ist. Okay, das klingt so, wie wenn ich meinem Mann sagen würde, ich hätte gerne den Fernseher, aber wie der finanziert wird, musst du schon schauen. Nein, dafür ist der Finanzminister zuständig. Also ich habe nur noch ein paar Ideen, was man noch
auch Gutes für die Familien tun könnte. Ne? Und dann müssen sie auch und da müssen wir auch Geld für haben. Okay. Und ich sage Ihnen, mit dem Gute-Kita-Gesetz, starke Familiengesetz, was wir gemacht haben, da sind auch große Investitionen ermöglicht worden, die den Familien, den Kindern ganz konkret helfen. Und das ist ursozialdemokratische Politik. Das ist doch toll. Sie? Oder nicht? So, Sie haben ja ein totales Talent dafür, die Dinge total schön auch zu nennen. Jetzt wollen Sie Berliner SPD-Chefin werden. Man fragt sich eigentlich... Nicht nur schön zu nennen, gut zu machen. Na, aber die Frage wäre ja noch gewesen, wie Sie für Berlin einen guten Slogan finden, die schnelle Flughafenstadt oder was wird es denn werden? Wissen Sie, für mich ist der Anspruch, dass wir eine Stadt für alle gestalten. Mhm. Eine Stadt, in der sich eben nicht entscheidet nach dem Geldbeutel, wer im Zentrum leben kann und wer nicht. Eine Stadt, in der Menschen auch ohne Auto überall hinkommen, aber ihnen nicht versagt wird, das Auto gut zu benutzen. Mhm. Eine Stadt, in der tatsächlich wir einen Hauptstadtflughafen, der auch eine Hauptstadtanbindung hat und in der wir genügend Wohnungen bauen, damit eben nicht der Markt die Preise um 300% hochtreiben kann. Okay. Das sind Dinge, die sind mit dem Slogan eine Stadt für alle verbunden. Die Hamburger machen es doch vor. Die gute die sagen, Stadt für alle. Gute Stadt für alle. Na, die sagen die ganze Stadt im Blick. Ja? Aber was sexy war auch mal ein ganz guter Slogan. Das soll, arm aber sexy, das wäre es aber dann nicht mehr. Ich glaube, darüber sind wir ein bisschen hinaus jetzt. Sind nicht mehr sexy oder nicht mehr arm? Ach doch. Also ich sag mal, wissen Sie, das ist ja jetzt wieder so eine Aussehensfrage. Okay, ne? Nein. Also ich finde das ja interessant. Sie, ich fand das ja super, Ihnen zuzuhören. Ich stelle mir das so vor, wenn man Mäuschen bei Ihnen in einer Redaktionskonferenz spielt, dann wird erstmal die Haarfrisur analysiert bei der Frage, ob ein Politiker eigentlich eine Grundkompetenz hat. Also ich würde da echt mal gerne nochmal zuhören, aber das können wir ja später vertiefen. Kommen wir nachher dazu. Frau Giffey. Sie haben jetzt eine Rede gehalten, die gut klingt. Sie wollen gewählt werden zur Berliner SPD-Chefin. Auf dem Weg dahin gibt es ein paar Hürden. Es gibt auch Kritik an Ihrer Kandidatur und es gibt einen massiven Stolperstein. Der hat aber etwas mit dem Leben zu tun, das auf der privaten Seite passiert und mit Ihrem Mann. Es gibt eine Affäre. Ihr Mann ist verbeamteter Veterinär und er ist eben im Dezember aus dem Dienst entlassen worden, weil man gesagt hat, da waren Abrechnungen nicht richtig, da war eine Dienstreise falsch deklariert. Das ist eine relativ doch schwere Sanktion für einen Beamten, dass man aus dem Dienst entlassen wird. Sie haben sich nicht dazu geäußert, weil Sie sagen, es ist eine Privatangelegenheit. Aber zu wissen, wann Sie davon wussten und ob das lange Zeit dann doch schon gelaufen ist, ohne dass es möglicherweise in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil Sie eben sind, wer Sie sind, das wäre gut. Also wann wussten Sie davon? Wissen Sie, ich finde, und ich habe das immer so gehalten, von Anfang an, ich gebe sehr viel von mir für diese Arbeit, die ich mache, für diese Aufgabe, für dieses Land. Ich bin in der Öffentlichkeit, in all meinen Facetten meiner Persönlichkeit. Aber ich habe mein Privatleben immer auch nicht mit der Politik, die ich mache, verbunden. Und das ist auf jeden Fall noch Teil des Privatlebens, auch wenn es zum Teil Berührungen hat mit dem, was Sie tun. Ich bin nicht als Ministerin in einer Situation, in der ich über Familienangehörige Auskunft erteile. Und dabei bleibe ich auch. D'accord. Wissen das die politischen Gegner auch oder müssen Sie befürchten, dass Sie dann, wenn Sie sich zur Wahl stellen, tatsächlich dann eine Munitionierung haben auf der anderen Seite, dass das im Wahlkampf verwendet wird? Das wissen Sie nie, was alles im Wahlkampf verwendet wird. Man kann davon ausgehen, dass Menschen, die nicht wollen, dass Dinge gelingen, immer alles Mögliche verwenden im Wahlkampf. Das Entscheidende ist ja der eigene Umgang damit und die Frage, worauf man sich in seiner Arbeit konzentriert. Und ich erlebe, dass die Menschen, für die ich Politik mache, mit denen ich in Kontakt bin, auch jetzt noch, auch als Bundespolitikerin, ich habe über 1000 Termine gemacht in den 2 Jahren als Bundesministerin vor Ort. Und die Leute, mit denen ich zusammenkomme, die sagen mir, wir wollen, dass Sie für uns was verbessern und dass die Stadt funktioniert, dass das Land funktioniert. Das ist die Aufgabe. Okay. Und daran orientiere ich mich. Dann noch ein paar politische Positionen. Mit dem Satz, Multikulti ist gescheitert, hatte mein Vorgänger Heinz Buschkowski. Er hat eine sehr wichtige Thematik auf die Tagesordnung gebracht, die wichtig ist und die wir diskutieren müssen. Und er hat an bestimmten Punkten recht gehabt. Man kann das nicht in jeder Absolutheit sagen. Aber was er gemacht hat, ist, er hat die großen integrationspolitischen Fragen, die wichtig sind für unser Land, auf die Tagesordnung gesetzt und hat eben auch kein Blatt vor den Mund genommen bei den Fragen, wenn
Integration nicht gelingt. Und diese Fragen müssen wir stellen. Okay. Und das, was in Nordrhein-Westfalen passiert, zum Thema Clan-Kriminalität, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich hatte in Neukölln, in Berlin haben wir 12 Großclans, ich hatte in Neukölln 8 von denen. Und dann haben wir, kann ich das nicht verstehen, warum man manchmal eine ideologische Diskussion darüber führt, ob man das überhaupt Clan-Kriminalität nennen darf. Ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass das aufhört und wir müssen besser organisiert sein als die organisierte Kriminalität. Und das ist das Signal, was auch von der SPD aus gehen muss. Würden Sie denn den Satz so formulieren? Multikulti ist gescheitert? Ja oder nein? Ich würde wahrscheinlich etwas anders formulieren. Also nein. Multikulti ist ein bisschen gescheitert. Wissen Sie, der Punkt ist doch, wir haben sehr, sehr viele erfolgreiche Integrationsgeschichten in Deutschland. Absolut. Und ich finde nicht, dass man die wegreden sollte, indem man einen absoluten Satz sagt, der ein generelles Scheitern beschreibt. Aber man muss auch sagen, es gibt Fälle, wo das nicht funktioniert. Es gibt Fälle, wo sich Leute nicht an Regeln halten. Und da müssen wir ganz klar sein, wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung verlässt, der muss die Grenzen und das Stoppsignal des Staates auch zu spüren bekommen. Wir haben nur 3, weil wir sonst sehr lange, aber das würde ich gerne wissen, wenn Sie das vervollständigen würden. Ein Mindestlohn von 12 Euro, finde ich. Perspektivisch gut, aber man muss auch schauen, wie man das realisiert bekommt und wie kleine Handwerksbetriebe sowas auch stemmen können. Der Mietendeckel in Berlin, also die staatliche Festlegung von Höchstmieten, ist? Eine jetzt Reaktion auf eine Akutsituation. Wir haben Steigerungen von Mieten mit bis zu 300%. Das ist eine Lage, die ist wirklich gravierend für viele Mieterinnen und Mieter in der Stadt. Es darf aber nicht zu einer Dauerlösung werden, sondern diese Zeit, diese 5 Jahre, die jetzt gegeben sind, sind eine Atempause für die Mieter. Die müssen genutzt werden, um Neubau zu realisieren, um mehr Angebot zu schaffen. Dafür sind alle Kräfte zu bündeln und zu stärken. Dass sich Unternehmen über die Frauenquote beschweren? Kann ich nur in Teilen nachvollziehen. Ich finde, wenn wir in Deutschland bei Vorständen in den großen Chefetagen der Unternehmen 93% Männer haben, alte weiße Männer meistens, die Thomas und Michael heißen und fast ausschließlich aus Westdeutschland kommen, dann und nur 7% Frauen, dann finde ich, ist es an der Zeit zu sagen, liebe Leute, die Frauen in Führung, das ist kein Verdruss der Wirtschaft und auch kein ordnungspolitischer Sündenfall, sondern es ist einfach zeitgemäß. Reine Männerclubs sind es nicht mehr. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Potenziale von Frauen und Männern gleichermaßen in Führung vertreten sind. Das ist der neue Gesetzentwurf. Und wir gucken mal, wie weit Sie damit kommen. Vielleicht in dieser Koalition oder wer weiß, in der nächsten, falls die CDU nicht mitmacht. Herzlichen Dank. Gerne. Franziska Giffey, viel Erfolg auf Ihrem Weg. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.